und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute hier einen Mod, wo ihr praktisch mit dem ganz normalen, in dem Fall Actros mit Wechselbrücke, oder gibt es auch den Mod von Vadik oder vom Scania Tandem Add-on von Cast oder, wo ihr dann Frachten fahren könnt, ohne damit ihr einen Trailer euch raussuchen müsst. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ist auch mal wieder was anderes, was Neues. Und ich will euch das jetzt hier mal zeigen. Ich bin jetzt hier in München bei WGCC und da findet ihr unter Aufträge, unabhängig von München, da gibt es ja zig Sachen, gibt es jetzt hier Truckparts, also LKW-Teile. Und das sind dahin praktisch, die stehen dann so rum, das sind Paletten, die könnt ihr dann aufnehmen. Das zeige ich euch mal ganz flink und kurz. Schauen wir mal, ob wir hier hochkommen. Ja, geht gerade noch so. Check. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht zwingend einen Trailer hinten am Popo haben, nein, sondern ihr fahrt einfach hier hin. Und hier steht zum Beispiel meine LKW-Teile, stehen jetzt hier. Da stehen sie, die Paletten. Und die könnte man jetzt aufnehmen und damit praktisch eine Tour fahren. Ohne Trailer, sondern die Ware ist dann praktisch vorne auf dem, in dem Fall jetzt hier auf der Brücke geladen. Genau. So, wir haben nur ein Problem, dass ich praktisch jetzt hier die Ware so nicht aufnehmen kann. Entweder es gibt ja die Möglichkeit, manchmal kommt es und manchmal kommt es nicht, das ist sehr interessant, dieses sogenannte Überspringen, also Eingabe, und dann überspringt man das. Dann wird ein LKW automatisch beladen. Manchmal kommt es, manchmal kommt es nicht. Warum auch immer. Habe ich noch nicht ganz verstanden, warum das so ist. Ihr könnt es aber einfach machen, wenn es nicht gleich klappt. Ja, weil in dem Fall, ich schiebe jetzt hier gerade meine Ware ein bisschen auf die Seite. Ist vielleicht nicht so von Vorteil. Dann gehe ich her, mache es mit der Flycam. Und drücke einfach mal F9 und schon ist meine Ware verladen. Ja, also die Taste 0 und dann F9. Und dann habe ich praktisch hier, wenn die Flycam aktiviert, dann habe ich jetzt hier praktisch meine Ware beladen und ich habe Fracht, Truckparts, wiegt 0 Tonnen, verrückt. Und dafür kriege ich aber Auftragsvergütung, klar, kriege ich fast 70.000 Euro. Ja, die Frachtpreise stimmen sowieso nicht im Mieterstreit, ist erstmal egal. Aber ihr habt jetzt hier praktisch die Möglichkeit, einfach Frachten zu fahren ohne Trailer. Und das finde ich gut. Das ist natürlich nicht nur toll für die Aufbauten, sondern auch für einen Sprinter. Wenn ihr sagt, oh, ich fahre gerne mal einen Sprinter-Mod, gibt es ja diverse. Dann könnt ihr auch mit dem Sprinter sowas fahren. Das ist auch gar nicht so schlecht. Ne? Das muss man auch mal klipp und klar so erwähnen. Wenn ich jetzt hier mal auf T drücke, habe dann praktisch die Fracht hinten nochmal da. Moment, machen wir da Flycam. Sieht man es besser? So, da sieht man es. Ist es dann praktisch schon. Ne? Das ist eine coole Sache, oder? Ist doch mal wieder was Feines. Wenn ich wieder T drücke, dann ist es wieder verladen sozusagen. Drücke ich wieder auf T, dann müsste es gleich wieder rauskommen. Theoretisch. Jetzt. Genau, das ist einfach mal so just for fun, kleiner Mod. Ich finde ihn ganz, ganz witzig und ganz gut, weil du einfach mal mit so einem Aufbau jetzt einfach Frachten fahren kannst. Und das haben wir ja eigentlich, gab schon länger mal, aber ist immer ein bisschen so verschwunden. Und da ist er wieder und funktioniert auch in der Version 1.38 noch und ist ganz simpel. Und ihr findet ja unter Aufträge, und da gibt es diverse, ne? Da braucht ihr hier zum Beispiel, gibt es irgendwelche Fässer, dann gibt es hier irgendwelche Paletten. Dann gibt es hier noch ein bisschen durchscrollen. Da gibt es wieder für GLS gibt es wieder irgendwelche andere Sachen. Also Frachten sind ja genug hinterlegt. Und dann könnt ihr dann hier ganz normal euer Zeug fahren. Finde ich eine coole Geschichte. Und das mal ohne Trailer. Ist mal was Cooles. Habt ihr hier noch Fragen zu diesem Mod? Dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten Daumen da lassen, Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich viel Spaß mit diesem coolen Mod hier. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.